Und ich war da als junger Trainer, als Nachfolger vom Otto Rehhagel, da im Gespräch, war bei Willy Lemke mit dem ganzen Aufsichtsrat zusammen in Bremen. Und dann haben wir über den Fußball gesprochen, natürlich wollten uns kennenlernen, haben über die Philosophie gesprochen, vor allem Trainingslager. Habe denen gesagt, dass wir mit Aarau jetzt 2-3 Jahre immer in Asien waren und haben dann noch irgendwo 10-12 Tage hart trainiert und 1-2 Tage irgendwo noch was Gemütliches eingebaut. Und das hat sich sehr ausgezahlt. Das für den Teamspirit war das immer super. Aber beim FC Aarau mussten wir was dazu zahlen. Wir konnten das uns nicht leisten. Das war eigentlich der entscheidende Punkt. Und das habe ich gesagt, dass wir da etwas zahlen mussten, die Mannschaft und Trainer. Und am Schluss des Gesprächs mit dem ganzen Aufsichtsrat, da waren 7 Personen, mit Dr. Böhmer zählig als Präsident. Und am Schluss des Gesprächs sagt dann eben Willy Lemke, in Anlehnung, dass wir etwas zahlen mussten in Aarau, ja, Herr Fringer, wegen dem Salär, wie viel zahlen Sie? Und dann habe ich eben geantwortet, ja, ich kann es Ihnen jetzt ja sagen, ich hätte letztes Jahr schon zu Real Madrid gehen können, aber für 3 Millionen zu Real Madrid gehen können, aber ich wusste nicht, woher ich das Geld nehmen sollte. Und da waren natürlich die Lacher, die haben nicht mehr aufgehört zu lachen, und das war dann irgendwo die Pointe in diesem Gespräch.